Ein wichtiger Ansatz war schon in der Oppositionszeit, dass wir gerade darauf schauen müssen, dass Landwirtschaft, Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz in einen Einklang gebracht werden. Und jetzt, da wir an der Regierung mit beteiligt sind, werden wir unser Hauptaugenmerk darauf richten, dass wir mehr Regionalität zustande bringen, dass wir die Leute mitnehmen auf einen Weg, der notwendig ist, um die Landwirtschaft zu schützen. Weil ohne Landwirte wird das Bayern der Zukunft anders sein. Und das wollen wir nicht. Und das ist ein Hauptaugenmerk der Freien Wähler, hier ganz krass drauf zu schauen, dass wir hier mit ergänzenden Gesetzen die Möglichkeit schaffen, einen vernünftigen Weg Bayerns zu gehen. Bei dem Volksbegehren Artenschutz war klar, dass die Bevölkerung langsam sensibilisiert wird, dass sich was ändern muss. Aber im Bereich der Landwirtschaft ändert sich seit Jahren etwas. Jetzt müssen wir versuchen, die Bevölkerung mitzunehmen bei diesem Weg, der dahin gehen muss, dass jeder seine Mobilität überdenkt, dass er sein Urlaubsverhalten überdenkt. Und wir von der Politik her können mit integrierten Konzepten versuchen, die Landwirte zu begleiten. Wir können sie fortbilden, besser ausbilden. Wir können sie auf diesen Weg mitnehmen, bei dem die Landwirtschaft durchaus bereit ist und das seit Jahren vorexerziert mit Blühflächen, mit Ausgleichsflächen, mit vielen Dingen, die der Natur dienen. Die Landwirte bewirtschaften unsere Flächen, nicht nur die Felder, Wiesen und die Wälder, sondern sie prägen auch unsere Landschaft. Und genau hier müssen wir ansetzen, mit konkreten Dingen die Landwirte unterstützen, mit Förderprogrammen hier die Landwirte auf einen Weg zu bringen. Und was ganz, ganz wichtig ist, es wird nicht ohne ein Mittun der Bevölkerung selber geben. Man kann nicht nur verlangen, dass sich was ändern soll. Jeder muss selber schauen, wie er seinen Beitrag leisten kann, durch sein Kaufverhalten, durch sein Urlaubsverhalten, durch seine Mobilität. Und das ist ganz wichtig, den Landwirten zu zeigen, wir sind nicht allein. Wir sind miteinander hier auf diesem Fleckchen Erde und wir wollen miteinander das Beste machen. Unsere Akzente ist integrierter Artenschutz, ein Miteinander mit den Landwirten. Und die Fraktion selber hat sich seit Jahren stark gemacht, ich in meiner Person sowieso. Wir haben hier bei uns gleich in der Nachbarschaft den großen Münchner Flughafen. Wir haben das letzte Zeitfenster vermutlich schließen können im Koalitionsvertrag. Es darf nicht weiter geplant werden, es darf keine Grundstücke erworben werden. Wir brauchen nicht eine dritte Startbahn. Wir brauchen draußen um den Flughafen herum auch vernünftige Artenvielfalt und eben auch die richtige Natur, weil Freising, München, alles liegt um den Flughafen herum. Und darum ist es ganz, ganz wichtig für die Freien Wähler gewesen, hier tätig zu werden. Und wir haben es geschafft, das Ganze im Koalitionsvertrag so zu verankern, dass dieser Krug an uns vorbeigehen wird. Wir werden in Zukunft Anträge stellen bzw. Gesetze verfassen, dass wir mehr Regionalität in der Tierproduktion herbekommen, dass wir die Weideschlachtung wieder zulassungsfähig machen. Und was wir ganz, ganz notwendig brauchen, ist in der Regionalität eben auch diese neuen Strukturen bei Schlachthöfen, dass wir nicht nur von Regionalität reden, sondern dass wir genau hier Tierschutz praktizieren, dass der Weg vom Landwirt zum Schlachthof kurz ist, dass der Weg fürs Tier kurz ist und das ist gelebter Tierschutz. Bayern sollte in 20 Jahren so aussehen, wie es jetzt aussieht. Bayern sollte so grün bleiben. Bayern braucht eine vernünftige Braustruktur. Man sollte es nicht übertreiben, aber Entwicklungen wird es immer geben, weil wenn Sie links und rechts schauen, auch sowas war vor 20 Jahren nicht gestanden. Und genau das ist die Kunst, ein Land so zu gestalten, dass es immer attraktiver wird und lebenswerter für seine Bewohner. Mit Bayern kann man durchaus verbinden, nicht nur die schöne Landschaft, sondern auch weltoffene Leute. Dann der Zugzug, den Bayern erfahren hat, hat Bayern gut getan. Und genau diesen Reiz macht Bayern aus, die Vielfältigkeit und das Miteinander vielleicht auf einem Niveau umzugehen, das nicht stressverbunden ist. Einfach nicht aufzugeben und ständig an den Dingen dran zu bleiben, die einem nicht passen. Kleinbachern.
nur gesund zu bleiben, mit der Familie ein gutes Leben zu haben, sein Auskommen zu haben und dass vielleicht auch die Leute sagen, naja, so schlecht macht das nicht.